Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Lords of Ragnarok im Solo-Modus gegen den Propheten Ragnar. Das letzte Mal haben wir kennengelernt, wie wir ein Monster jagen können und haben auch bei der Jagd auf Grendel einige Boni erzielen können. Des Weiteren haben wir auch eine Schlacht geschlagen gegen den Propheten und das sogar siegreich. Wir konnten ihm ein Gebiet abnehmen. Allerdings nur ein Gebiet. Er hat weitaus mehr als wir und wir stehen in den finalen Zügen, denn Ragnarok steht kurz bevor die Vorzeichen sehen. Danach aus, dass das Spiel nicht mehr lange gehen wird. Und ob wir am Ende siegreich sein werden, das werden wir heute erfahren. Und da wünsche ich viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde von Lords of Ragnarok hier in Midgard. Wir sind am Zug. Das letzte Mal hat ja Prophet ja das Monument da hinten noch ausgebaut, konnte daraus einige Vorteile ziehen. Ragnarok wurde noch nicht ausgelöst, denn bisher sind nur zwei Vorzeichen dafür da. Drei müssen es mindestens sein, damit die letzte Runde eingeläutet wird. Allerdings, dies steht kurz bevor, denn eins der Vorzeichen wäre zum Beispiel, dass drei Tempel im Spiel sein müssen sind schon und wenn ich hier mir die Karten anschaue beim Propheten, da wird er auf alle Fälle versuchen, einen Tempel zu errichten. Das heißt, wenn das nächste Mal ein Monument ausgebaut wird, werden wir dann die letzte Runde haben. Ich werde das vielleicht sogar zu meinem Vorteil ausnutzen, um diese letzte Runde einzuläuten, denn dann ist das Ziel, ganz viele Gebiete hier um Yggdrasil einzunehmen, um am Ende siegreich zu sein. Die Chancen sind da, dass ich das Ganze schaffe, überraschenderweise, obwohl es momentan nicht allzu also gut für uns aussieht, aber wir müssen halt die Prioritäten setzen und wenn wir es schaffen, die Siegbedingungen zu erreichen, dann haben wir es geschafft, auch wenn gegebenenfalls Rest von Midgard in der Hand des Propheten ist. Was ich da genau im Sinn habe, das werden wir jetzt gleich erfahren, wenn wir die nächsten Züge spielen und heute wird das auch die finale Episode sein. Wir werden dieses Spiel bis zum Ende durchspielen. Okay, dann will ich mich nicht mehr lange davorhin aufhalten. Wir beginnen mit unserem nächsten Zug. Einen Priester habe ich leider nicht, den ich aussenden kann, und auch eine Rune kann ich mir von keiner Schmiede holen. Befinde mich mit meinem Helden nicht bei solch einer Schmiede. Kommen wir direkt zu den Heldenaktionen. Meinen Helden möchte ich dort belassen, wo er ist. Mein Draka auch. Das heißt, Heilung ist noch möglich und sogar, ich habe was zum Heilen. Deswegen drehen wir einfach diesen Marker wieder um. Kommen wir zu den Runenaktionen. Ich habe nur eine Rune, damit kann ich nicht wirklich viel anfangen. Deswegen spare ich weiter und komme nun zu Manöver. Und da gibt es einiges, was ich gern machen möchte. Ich möchte nämlich den Grundstein legen, dass ich ganz viele Regionen hier um Yggdrasil einnehme. Leider kann ich beim Manöver nur eine Einheit bewegen, reicht mir aber erstmal, um etwas zu machen. Deswegen werde ich diese Einheit nehmen, um hier nach Osten zu ziehen, in dieses Gebiet hinein. Da ist eine andere Armee. Das heißt, es kommt zur Schlacht. In der Region selber, wo jetzt der Prophet ist, ist kein Tempel, deswegen keine zusätzliche Angriffsstärke über den Tempel. Und auch angrenzend sind keine Armee. Von ihm, deswegen kann er auch keine Unterstützung rufen. Er ist auf sich allein gestellt. Habe ich hier wieder eine kleine Kampfarena aufgebaut. Sechs bei mir, zwei beim Gegner. Das sieht sehr gut aus. Zwei Kampfkarten habe ich auch noch und auch der Prophet bekommt aufgrund seiner Weisheit für diese Schlacht zwei Kampfkarten, die er auch versucht einzusetzen. Er ist Verteidiger, er beginnt somit Kampfkarten zu spielen. Wir haben noch nicht gepasst, deswegen wird er auf alle Fälle einspielen und er hat, okay, eine 2 er erhöht sich somit sein Angriffswert auf 4. Immer noch nicht genug für mich. Dennoch bin ich jetzt an der Reihe und ich muss entscheiden. Möchte ich eine Kampfkarte spielen oder möchte ich passen? Passe ich, kann ich nicht wieder einsteigen. Und hier könnte ja auch eine Dreierkarte drin sein und dann sieht es nicht mehr so gut für mich aus. Und deswegen werde ich den Bogen spielen. Der hat nämlich noch einen zweiten coolen Effekt, welcher besagt, verringere sofort die Truppenstärke einer gegnerischen Armee. Somit runter auf 1 und damit wird auch der Kampfwert wieder reduziert auf 3. Achtung, eine Vernichtung der Armeen ist allerdings über um den Bogen nicht möglich. Jetzt hoffe ich ein klein wenig, dass er keine 3 bekommt als gerade sonst wäre es unentschieden und ich müsste noch die Karte spielen, was ich eigentlich nicht möchte. Aber schauen wir mal, was hat er? Er hat zum Glück nur eine 2. Somit hoch auf 5. Wir sind dran. Ich weiß, er hat keine Kampfkarten mehr. Deswegen spare ich mir die Karte. Wir haben die Schlacht gewonnen. Handeln wir die Effekte des Verlierers ab. Er verliert eine Armeestärke. Er hat nur noch eins. Somit ist diese vernichtet. Ansonsten hätte er sich zurückziehen müssen. Allerdings wäre da nirgendwo ein Ort gewesen. Oh nein, nicht korrekt. Da ist sogar noch ein Ort gewesen. Also er hätte sich sogar zurückziehen können. Deswegen ganz gut, dass ich den Bogen tatsächlich gespielt habe. Denn somit habe ich zwei Truppenstärke direkt runterschlagen können. Wir hingegen haben gewonnen, nehmen erstmal keine Verluste für den Kampf selber hin. Allerdings für die gespielte Karte müssen wir uns eine verlustliche Einheit schreiben, und somit herunter von 6 auf 5. Aber das sind kleine Verluste, die muss man einkalkulieren, wenn man eine große Schlacht bestreitet. Karten werden abgelegt und die eine dürfen wir behalten und wir bekommen sogar noch eine Rune. Wir haben eine erfolgreiche Schlacht abgeschlossen und na, nehme ich mir mal diese Rune. Da habe ich zwei verschiedene. Außerdem ist die Rune vielleicht mal da, um Grendel zu kontrollieren, falls es noch dazu kommt. Haben wir somit dieses Gebiet eingenommen. Der Kontrollmarker des Propheten kann weg. Unser so kann hin. Und das war unser Manöver. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich habe hier eine Lücke hineingerissen und da würde der Prophet natürlich gern wieder hineingehen. Zum Glück habe ich noch eine Spezialaktion und die werde ich auch anwenden. Und zwar, ich möchte gern mobilisieren, damit ich alle meine Truppen jetzt aktivieren kann. Und da werde ich diese Einheit wieder zurückziehen, denn das ist relativ sicher. Da ist keine Einheit des Propheten in der Nähe, dann werde ich hier meine Tempelanlage ein klein wenig wieder verteidigen, obwohl ein Tempel ist ja noch, nicht dort aber der Prophet würde das halt gerne haben wollen. Ich will es aber nicht hergeben, weil ich halt das Artefakt von Tor habe. Dann die lasse ich da und die werde ich hier rüberziehen. Ja, Verteidigung 0, wir übernehmen einfach hier dieses Gebiet. Und ihr seht schon, was ich vorhabe. Ich möchte die Gebiete um Yggdrasil haben, denn ich weiß ja, dass die Vorzeichen Richtung Ragnarök stehen und damit das Ende des Spieles in der Nähe ist. Gut, damit sind wir durch mit unserem Zug. Der Prophet ist an der Reihe. Der Prophet wird als erstes wieder seinen Würfel werfen. Eigentlich vollkommen egal, er macht ja eh das Gleiche. Obwohl, für die Ruhenaktion ist das wichtig. Und da haben wir eine 2. Er wird also auf alle Fälle nachher einen Tempel errichten. Doch vorher wird er seinen Priester losschicken. Er hat ja eine ganze Menge. Allerdings kann er immer nur einen zu einem Tempel schicken, beziehungsweise zu einem Monument. Und dann nimmt er wieder seine Priorität. Das ist wieder die Autorität. Das zweithöchste ist nicht mehr als 1 entfernt. Und deswegen wird er auch die Autorität erhöhen. Wow, ist er auf dem Maximum von 6. Autorität bekommt er über Odin. Da haben wir schon eine Ausbaustufe und deswegen bekommt er auch einen extra Effekt. Einmal die Autorität haben wir ihm schon gegeben und eine Armee kann die Stärke um eins erhöhen. Und dann nimmt er immer die Armee, die zu den meisten Gebieten angrenzend ist, die nicht vom Propheten kontrolliert werden. Da hinten ist nur ein Gebiet. Dann haben wir die hier unten, da ist ein Nullgebiet. Dann haben wir dieses, da haben wir 1, das ist nämlich noch neutral. Und 2. Und diese auch 1, 2. Das heißt, diese beiden sind gleichwertig. Brauchen wir den Gleichstandsbrecher? Gucken wir nach auf seine Karte Minimum. Das heißt, das kleinere Gebiet von der Zahl, das ist eine 2, das ist eine 3. Somit wird diese Armee um gestärkt, dann will er noch Runen haben, allerdings in seiner Nähe ist da nichts. Alles hat er schon abgegriffen, er wird er sich bewegen und zwar ins Gebiet Nummer 7. Das ist gar nicht so weit weg, nämlich dort hinten, somit hier in dieses Gebiet hinein. Bei den Runenaktionen kann der Prophet aus den Vollen schöpfen. Mit sechs Runen und zwei Aktionen kann er durchführen, ja, mehr als wir. Als erstes, wir fangen vorne an. Attribut erhöhen. Bevorzugt ist Autorität. Geht nicht, ist schon auf dem Maximum. Das wäre die nächste Bevorzugung Macht. Allerdings, das nächsthöhere ist wieder zwei entfernt, also mehr als eins und deswegen wird er erstmal dieses nachziehen, das ist schlecht für uns, denn dann kann er im Kampf jetzt immer drei Kampfkarten benutzen. Außerdem hat das natürlich auch eine Bewandtnis hinsichtlich des Eroberungswertes, denn er hat ja nun seine Truppenstärke plus zwei Segnungen, also zwei kommen immer dazu und jetzt müssen wir immer noch imaginär drei für die drei Handkarten dazu rechnen und dann würde er uns angreifen. Es wird also immer schwieriger, die Stellung zu halten. Das Attribut erhöhen kostet drei Runen. Die bezahlt er, hat er immer noch drei, wird also noch die zweite Aktion durchführen. Karte wird übersprungen. Bündnis schließen. Na, ist für den Prophet sogar was möglich, denn ausgehend vom Held, für ihn gilt ja nicht das Angrenzende, sondern er kann sich auch noch imaginär im um Einfeld bewegen und wäre ja dann angrenzend mit dem Reich ein Bündnis schließen. Und deswegen wird er hier mit Alfheim jetzt in ein Bündnis treten. Und dafür bekommt er sogar noch. Eine Kampfkarte, weil er halt der Erste war, der ein Bündnis geschlossen hat. Das hat ihn natürlich auch noch eine Rune gekostet, nur eine. Das heißt, nachher wird er wieder was machen können. Ich zähle mal kurz nach. 2, 4, 6. Ja, okay, er war auf alle Fälle berechtigt, hier eine Kampfkarte zuzufügen, denn mehr als darf er nicht haben. Hat aber auch einiges in den Schlachten verbraucht. Checken wir mal alle Gebiete, die jetzt valide sind für eine Eroberung. Mit der Einheit auf alle Fälle nichts, denn da ist nichts angrenzend. Ne? Mit der ist sogar was möglich, denn er hat ja zwei Segnungskarten. Deswegen kommt immer zwei dazu für ein neutrales Gebiet. Und drei plus zwei wäre also rein theoretisch dieses Gebiet hier angrenzend möglich. Legen wir nur mal als Erinnerung diesen Marker hier hin, damit ich dann den Vergleich ziehen kann. Dann haben wir dieses Gebiet. Da haben wir eine Fünfer Einheit drin. Er hat nur eine Dreier. Allerdings kommen auch wir wieder die Segnung dazu wären wir auf 5. Bei Gleichstand wäre das immer noch kein Angriffsgrund. Er wird auf alle Fälle mehr haben wollen. Allerdings es kommen auch noch die drei Weisheit hinzu, weil er Kampfkarten verwenden kann und er hat auf alle Fälle drei. Deswegen wäre der Eroberungswert höher. Somit ist auch das eine valide Option. Schauen wir mal für die hier. 2 plus 2 Segnungen sind 4, plus 3 Kampfkarten sind 7. Gegen die 8 hier kommt er auf alle Fälle nicht rein, wird er nicht angreifen. Und da oben, das ist relativ simpel, da ist eine 0. Da wird er auf alle Fälle auch reingehen wollen. Spare ich mir mal ganz kurz den Marker. Schauen wir also nach seiner Priorität. Er möchte gerne ein Gebiet mit Tempel oder Schrein. Da ist aber nirgendswo was. Hier nicht, hier nicht und auch da hinten nicht. Und deswegen. Nimmt er die geringste Eroberungsschwierigkeit. Und das ist nun mal da oben. Da ist eine 0, hier ist eine 5, hier ist auf alle Fälle auch eine 5 aufgrund meiner Einheit. Deswegen wird er nach oben gehen. Und ich denke mal, das ist sogar in meinem Interesse. Deswegen Gebiet verloren. Er geht hier hin und tut sich das unter den Nagel reißen. Dann entferne ich meine Hilfsmittel wieder. Aber es wird halt dann immer kniffliger hinten heraus. Okay, kommen wir zur Spezialaktion. Da wissen wir ja, was folgt. Er möchte einen Tempel errichten. Ja, das war von vornherein klar. Er hat auf alle Fälle Gebiete, die er kontrolliert, wo Schreine sind, wo er Tempel errichten kann. Und deswegen wird er dies auch machen. Tempel sind auch verfügbar. Deswegen nehmen wir diesen weg. Es wird schon wieder eine Segnung freigeschaltet. Oh verdammt, das habe ich überhaupt nicht kalkuliert. Ah, jetzt stärkt das sich ja noch mehr über die Segnung. Aber alles eins nach dem anderen. Erstmal markieren wir hier noch die Speicher. Tempel möchte gebaut werden. Wir haben ein Bündnis. Somit dürfen wir jetzt eine Einheit, die Stärke erhöhen. Da muss man jetzt schon ein wenig knobeln. Mit der Segnung hat der kommt er dann auf 8. Aber um anzugreifen, braucht er mehr als eine 8. Das ist sehr riskant. Nein, nein. Man weiß, was noch passiert. Ich erhöhe lieber hier. Und somit gehe ich hier hoch. Auf eine 3. Dann errichtet er noch den Tempel, da hat er viele Gebiete. Hier unten hat er eins, da oben, dort. Da wird der Gleichstandsbreche genommen. Wir wissen ja, da war ein Minimum, das heißt eine kleine Zahl wird gesucht. Wir unten die 1. Kleiner geht ja schon fast gar nicht. Somit. Wird er hier jetzt einen Tempel bauen und bekommt natürlich dafür auch einen Priester. Allerdings, es gibt keine Priester mehr im Allgemeinen vor. Deswegen kann er sich den Luxus nicht leisten, obwohl er braucht es auch gar nicht. Er hat jede Menge Priester, die er einsetzen kann. Gut, dann machen wir weiter mit der Segnungswahl. Bedeutet, wir nehmen den Stapel, ziehen drei Karten. Eine Karte bekommt der Prophet, Stärke wieder um 1 erhöht. Von den anderen beiden dürfen wir uns. Eine Aussuche. Hm. Beide Sachen sind jetzt nicht so zielführend. Verletzungen habe ich nicht. Und wenn du diese Segnung wählst, kann ich sofort ein Bündnis schließen. Kriege keine Kampfkarte, aber es ist ein beliebiges Reich und der Schlachtwert in Gebieten, die daran angrenzend sind, ist von meinen Truppen um 1 erhöht. Eigentlich eine sehr gute Karte, aber ich denke mal für den Rest des Spiels ist für mich nicht mehr großartig verwertbar. Ich nehme sie trotzdem somit. Dieser verbündete Truppen und diese kriegen wir zu uns. Und jetzt ist das große Problem: Wenn er einen Tempel errichtet hat, kommt ein Verwüstermarker aufs Spiel. Oh, das ist nicht gut. Okay, dann kommt der dritte. Verwüstermarker kommt angrenzend zu Yggdrasil in Gebiete, die er kontrolliert. Da gibt es nur eins und das hat auch keinen Verwüstermarker. Deswegen zuordnen eindeutig: Hier kommt dieser Leider dahin. Und leider sage ich deswegen, weil es hat definitiv dann als Kontrolle zählt, wenn es in die Endwertung geht nach Ragnarök. Ich denke mal, ich sollte auf alle Fälle hier diesen Verwüster wegmachen. Das ist mir sogar möglich. Den hier hinten, das wird eher schwierig werden. Beenden wir noch den Zug des Propheten. Diese Karte fliegt raus, hinterlässt den Effekt, dass, wenn er mindestens eine Armee mit Stärke 4 oder mehr hat, er zwei Kampfkarten sieht. Hat er auf alle Fälle. Schauen wir mal, wie viele Kampfkarten er hat. 2, 4, 6. Somit darf er auch diese beiden Kampfkarten noch nachziehen. Ist er jetzt auf dem Maximum? Dann fliegt diese Karte nicht raus, geht ins Deck zurück, aber erstmal hier aus der Reihe decken wir auf. Ja, jetzt kommen die ganzen einfachen Karten, die ich gerne am Anfang gehabt hätte. Ja, man kann es sich halt nicht aussuchen. Aber okay, jetzt sind wir an der Reihe. Das erste, was ich mache, das habe ich nämlich noch vergessen. Ich muss noch das Reich mir aussuchen, mit dem ich ein Bündnis eingehen werde. Das werde ich gleich machen. Und ich werde auch noch Mönch erschöpfen, damit ich noch eine Kampfkarte bekomme. Und da bekomme ich oh ja, einen Speer. Das Bündnis über die Segnungskarte werde ich mit Svartalfheim schließen, weil ich schon noch mal vorhabe, vielleicht einen Bemächtigen durchzuführen, um mir dieses Gebiet unter den Nagel zu reißen. Sofern es halt nicht von irgendwelchen Truppen verstärkt wird, ist das relativ einfach für mich. Beginnen wir nun mit dem Zug. Priester habe ich nicht. Runen bekomme ich dort leider auch nicht. Kommen wir zum Heldenzug. Hier mache ich gar nichts. Ich lasse meinen Helden weiter dort stehen. Drakar verwende ich auch nicht, heilen muss ich auch nicht. Runenaktionen, da habe ich jetzt zwei und die werde ich dafür ausgeben, um eine Truppenstärke weiter zu erhöhen. Ich will mich ein klein wenig hier absichern. Lange werde ich das hier nicht durchhalten, aber ja, mal sehen. Irgendwann sollte ich vielleicht noch mal Truppen ausheben, das heißt noch mehr reinbringen. Aber ich habe ja ein ganz anderes Ziel. Mal sehen, ob das Ganze aufgeht. Kommen wir zum Manöver. Ich möchte diese Einheit aktivieren. Heißt, ich könnte sie bewegen, ich könnte sie verstärken, allerdings ist auf 6 geht nicht mehr. Oder ich könnte einen verwüster Marker entfernen im gleichen Gebiet, wenn diese Einheit so viel Stärke hat wie das am weitesten links liegende Feld hier auf der Sotorkarte. Somit eine 3. Mit einer 6 auf alle Fälle machbar. Deswegen kann ich diesen Marker entfernen, hier wieder zurückbringen hätte ich jetzt damit die 4 oder die 5 abgedeckt. Das wäre sogar möglich gewesen, wäre dieser Marker da hinten nicht gekommen, dann hätte ich jetzt alleine sogar noch eine Segnung bekommen. Also gar nicht mal so schlecht diese Marker wegzumachen. Allerdings ist es halt nur mit starken Truppen möglich mit 4 oder 5 Einheiten ansonsten schafft ihr das ganze nicht. Und jetzt liebe Freunde, werde ich versuchen einen kurzen Prozess zu machen. Allerdings sicher kann ich mir nie sein. Der Prophet ist ja auch noch mal dran. Ich werde das Monument ausbauen. Das ist immer dann möglich, wenn ich mindestens einen Aktionsstein auf dem rad habe. Das habe ich und deswegen werde ich dieses auch machen und mal sehen, ob meine Rechnung jetzt aufgeht. Ich darf zuerst mir ein Monument aussuchen, was ich ausbauen möchte. Das wird bei mir Tor sein. Das ist ja das Einzige, was ich auch tatsächlich kontrolliere. Damit ist Tor nun auf Stufe 2. Nur noch eine Stufe fehlt. Der Kopf, dann wäre das Monument komplett ausgebaut. Allerdings werden wir nicht mehr dazu kommen, denn Ragnarok steht bevor. Wir müssen wieder prüfen nach den Vorzeichen. Sind nur noch drei offen. Schauen wir hier nach vorne. Sind drei Tempel errichtet worden? Ja, es sind drei Tempel im Spiel. Und deswegen hat sich dieses Vorzeichen bewahrheitet. Wir drehen die Karte um. Monster ist noch nicht besiegt, Monument noch nicht komplett ausgebaut. Die beiden werden also nicht umgedreht. Auch vollkommen egal. Drei Vorzeichen reichen, damit nun Ragnarök beginnt. Das hat jetzt zur Bewandtnis, dass wir diese Phase ganz normal beenden, wie wir es auch bereits kennen. Und danach hat jeder Spieler nur noch einen Zug. Also der Prophet als erstes und danach noch wir. Und wer am Ende, wenn alle ihren Zug gehabt hat, die meisten Territorium hier um Yggdrasil kontrolliert, der hat gewonnen. Sollte es da einen Gleichstand bei den Siegern geben, dann wird geschaut, wer war als erstes. Dran beim letzten Zug, der hat die Nase vorne, denn derjenige, der später dran ist, hat immer einen kleinen Vorteil, denn er kann seine Truppen ja gegebenenfalls im Hinterland vollkommen außer Acht lassen, kann schon erobern und deswegen hat quasi derjenige, der als erstes aktiv wird, immer ein klein wenig das Nachsehen und deswegen auch den Vorteil beim Gleichstand. Beim Spiel gegen den Propheten müsst ihr noch darauf achten, die Verwüstermarker, egal welche Kontrollmarker ihr drauf habt, ein Gebiet mit einem Verwüstermarker zählt immer für den Propheten. Und somit, nach den momentanen Gegebenheiten, hat er nur dieses eine Gebiet, was er auch kontrolliert, mit Verwüstung mager Ich glaube auch nicht, dass ich diesen noch wegbekomme, aber vielleicht das Territorium hole ich mir noch, was aber auch vollkommen egal wäre, weil es halt sowieso nicht für mich zählt. Aber die anderen habe ich ja schon, damit habe ich gute Voraussetzungen. Man kann den Propheten ja natürlich ein klein wenig in die Karten schauen, was wird er machen, wie funktioniert seine Manöver, kommt er noch hier hinein, habt ihr gute Vorarbeit geleistet? Deswegen sieht es recht gut für mich aus. Aber wie gesagt, sicher kann ich mir immer noch nicht sein. Es gibt ja auch noch den letzten Zug, wo die anderen Siegbedingungen erfüllt werden können. Wir haben drei Tempel, die er kontrolliert. Baut er einen vierten Tempel, den er auch kontrolliert, hat er das Spiel komplett gewonnen. Im Spiel zu zweit reicht das, wenn ihr vier Tempel kontrolliert. Ansonsten braucht ihr immer fünf. Und dass er einen Tempel errichten wird, wenn er dann dran ist, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, nur ein Würfergebnis würde dafür Sorge tragen, dass das nicht so ist. Und deswegen muss ich etwas noch vorher machen. Ich muss ihm einen Tempel abjagen, damit das nicht passiert. Aber machen wir erstmal ganz normal weiter, wie bei jeder Monument errichten Aktion. Wir werden die Priester wieder zurückschicken. Wir holen die Aktionssteine wieder zurück und alle Schmieden werden wieder mit Runen bestückt. Des Weiteren dürfen wir noch unser Artefakt wieder aufladen. Und dort, wo wir Kontrolle haben, da wir der Erbauer sind, dürfen wir uns auch die Runen holen. Das ist leider nur dieses Gebiet. Mit einer Schmiede. Das habe ich nicht, das habe ich nicht und das hier unten habe ich auch nicht. Rune habe ich mir somit direkt weggenommen. Ist allerdings meine erste. Viel werde ich damit nicht machen können. Dann würden wir noch Priester kriegen, weil wir Erbauer sind. Falls wir irgendwelche Gebiete mit Tempel kontrollieren, ist auch nicht der Fall. Deswegen kriegen wir keinen Priester aus dem Vorrat. Auch sehr schade. Und dann kommen wir direkt zu den Monstern. Heißt, wir ziehen wieder eine Karte und dieses Monster erscheint und ein paar andere Monster werden aktiviert. Dann wird also dieses Monster platziert. Fafnir ist noch verfügbar mit dieser Rune und Fafnir kommt in Gebiet Nummer 1 hier beim Propheten direkt. Danach werden alle Monster aktiviert mit der N-Rune. Es gibt nur ein Monster, das ist Huldra, das haben wir unter unserer Kontrolle. Ich möchte es gern Bewegen. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich möchte es hier runter bewegen, um Stampfen auszulösen. Somit diese Einheit runter. Und nur noch auf zwei Stärke. Sehr schön. Danach ist dieses dran. Oder oh, haben wir zwei? Hati und Skoll. Ach, kontrolliert der Prophet. Der will uns schaden. Deswegen wird er das Monster hier hineinschicken, Stampfen auslösen. Wir gehen runter auf 5. Okay, dann hat er es uns vergolten. Aber wir haben auch noch den Troll. Ein neutrales Monster. Ich habe Kontrolle drüber. Allerdings, ich muss den Würfel werfen. Das heißt, ich kann die Richtung bestimmen, aber ansonsten nicht wirklich viel. Und aber ich kann mir aussuchen. <laughs> das ist natürlich gut. Gebietseffekt oder Bewegung. Ja, und der Gebietseffekt, der ist wirklich, wirklich cool. Und zwar verringere die Stärke von einer Armee in dem Gebiet mit dem Troll und von einer Armee in einem beliebigen angrenzenden Gebiet um je eins. Ja, das hätte gerne der Prophet mal ausgeführt. Dann kann er uns nämlich richtig schaden. Aber jetzt kann ich einfach sagen: in dem Gebiet des Trolls runter auf eins und angrenzt hier auch runter auf eins. Damit haben wir ihn richtig massiv geschädigt. Das war sehr, sehr cool. Dann können wir die Karte ablegen. Loki wird noch aktiviert. Wir wissen ja, er wird sich einfach nur woanders hin bewegen und geht in Gebiet Nummer 10. Das ist ganz weit weg. Hier oben ist Gebiet Nummer 10. Das lief doch jetzt gar nicht mal so schlecht. Das war's mit unserem Zug. Jetzt startet die letzte Runde. Eine für den Propheten und dann noch ein letzter Zug für mich. Der Prophet ist dran und ich habe nicht richtig nachgedacht. Ich hatte die ganze Zeit vor Augen gehabt, hol dir Ökdrasil, hol dir Ökdrasil und habe die Tempel total außer Acht gelassen. Er hat ja schon drei und er hat zwei Karten liegen, wo er jetzt einen Tempel bauen wird und baut er diesen, was er auch kann, ist es der vierte und damit hat er das Spiel sofort gewonnen. Dann brauchen wir gar nicht mehr weiter spielen. Das habe ich überhaupt nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich hatte immer so im Hinterkopf fünf Tempel, aber im Zweispielerspiel sind es halt nur vier und durch diesen Denkfehler habe ich jetzt das Nachsehen. Ich habe noch eine letzte Chance und zwar wenn diese Würfel jetzt eine Drei zeigt, dann wird er mobilisieren durch und ich rede jetzt deswegen so lange, um euch zu zeigen, dass ich das Ganze jetzt auch nicht manipuliere, je nachdem was jetzt kommt, um halt diese Szene nicht erneut drehen zu müssen. Deswegen jetzt, ich hoffe auf eine Drei, bitte, bitte, bitte und Ach, es ist leider nur eine 1. Okay, damit haben wir das Spiel schon verloren. Ich werde den Zug deswegen auch nicht mehr bis zum Ende jetzt ausführen. Das hat einfach keinen Wert, weil er über die Spezialaktion das jetzt machen wird. Gehen wir nochmal kurz rüber zum Spielfeld. Und da sehen wir es. Er hatte diesen Tempel, er hat diesen Tempel und er hatte diesen Tempel. Und so guter Letzt hat er dort eine Region, wo er dann einen Tempel auf alle Fälle errichten wird. Und das ist dann der vierte Tempel, den er kontrolliert. Kann ich nichts gegen machen und damit gewinnt er das Spiel noch, bevor die letzte Runde zu Ende ist. Somit alles, was ich vorbereitet habe für die Katz wegen eines Denkfehlers. Ich hätte einfach mir noch einen Zug Zeit lassen müssen, bevor ich das Monument in Ragnarok starte. Hätte ich einfach über ben mir da hinten noch diesen Tempel einfach holen können mit meinem Helden, deswegen bin ich die ganze Zeit auch dort stehen geblieben. Das wollte ich jetzt im letzten Zug noch machen. Doch nun, ja, habe ich das Spiel deswegen verloren. Tja, liebe Freunde, so ist es aber leider. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Das hat man oft auch nicht selber in der Hand. Hier in diesem Spiel hatte ich es tatsächlich selber in der Hand. Seine Truppen waren weitestgehend dezimiert. Er hat noch zwei Größe gehabt. Die waren im Hinterland. Die hätten mich nicht wirklich stark tangiert. Ich war einfach zu voreilig. Hatte den Sieg vor Augen und habe es am Ende dann einfach vergeigt. Aber nicht desto habe ich noch ein paar Minuten Zeit. Um ein paar abschließende Worte zu Lords of Ragnarok zu verlieren. Kommen wir zuerst mal zu dem allgemeinen Part von Lords of Ragnarok. Es ist ja ein Area-Control-Spiel, das ist auf alle Fälle unbestritten mit ein paar schönen Einflüssen und auch ein recht simples Kampfsystem, was vor allen Dingen im Multiplayer-Spiel bestimmt sehr viel Spaß macht, weil die Züge sind sehr leicht, sehr schnell abzuhandeln. Man muss nicht allzu viel nachlesen. Man hat zwar die ganzen Runenaktionen, die man auf dem Schirm haben muss, aber da gibt es ja die ganzen Referenzkarten. Und ich denke, nach zwei, drei Partien weiß man auch, was man für ein, zwei oder drei Runen erhalten kann. Ich denke mal, das Spiel wird auf alle Fälle einen Reiz gewinnen, je mehr Spieler am Spiel dran teilnehmen. Ein Zwei-Spieler-Spiel, denke ich mal, ist das Spiel einfach noch zu wenig. Da gibt es noch zu wenig Möglichkeiten. Ab drei oder vier, wenn es da halt so Konflikte zwischen den Parteien gibt, wo positioniert man sich und da hat man ja tatsächlich auch den Blick direkt. Man hat eine Armee, die ist eine Region, die verteidigt das Ganze. Und da ist also keine Armee, die irgendwo im Umkreis ist, die da unterstützt mit der Prophet oder irgendwelche Tempelanlagen, die auf einmal als Verteidigungsbastion herhalten. Das ist alles sehr straight und funktioniert sehr, sehr gut. Somit, wer Spaß hat an Area Control spielen und mit Freunden gern sowas macht, das ist ein Spiel auf alle Fälle für einen Spielerabend. Das ist zwar etwas länger, was die Aufbauzeit angeht, aber wenn das Spiel einmal steht, dann kann man auch locker zwei, drei Partien spielen, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass wenn man mit vier oder fünf Spielen spielt, auch die Spielzeit entsprechend länger sein wird. Denn ihr habt eine größere Karte zu bereisen, ihr werdet. Euch immer wieder die Gebiete abjagen und dann wird meist auch immer Ragnarok dann das Zünglein an der Waage sein. Wie bereits erwähnt, das Kampfsystem ist sehr schön einfach. Was den Multiplayer-Part angeht, ich spreche momentan nur von dem allgemeinen normalen Spielmodus, weil halt da die Truppen auf dem Spielfeld einfach sichtbar sind. Man kann die Stärken vergleichen. Man hat zwar die Kampfkarten, die auch die Unbekannte sind, und das ist auch gut so. Aber entgegen beim Propheten hat jeder Spieler immer nur eine begrenzte Anzahl an Karten zur Verfügung in Höhe seiner Weisheit. Und dann weiß man genau, okay, wenn einer keine Kampfkarten mehr hat. Dann brauche ich nur noch die Truppenstärke nehmen und kann ihn quasi dadurch auch aus einem Gebiet verdrängen. Schlagen wir mal den Bogen zur Tischpräsenz und dem ganzen Material, was hier dabei ist. Die Miniaturen hinsichtlich von den Truppen, alles super. Das sollte man auch so wenden. Kontrollmarker sind cool, Karten haben gute Qualität, Artwork ist auch sehr schick. Was die ganzen terrain angeht, braucht es überhaupt nicht. Im Gegenteil, es versperrt teilweise die Sicht. Er sieht zwar jetzt hier. Gut aus, wenn man ein bisschen näher rangeht mit der Kamera. Das ist alles schön plastisch und stimmig, aber vom Spielerischen her hat es null Wert und blockiert für mich eher teilweise die Sicht. Und wenn ich da irgendwo gucke, ja, was hat das für eine Einheit, wie viele Zahlen stehen da drauf? Ach, da ist ein Gebäude daneben, das rücke ich erstmal weg, dann weiß der Gegner schon, ach, der will in das Gebiet hinein, der schaut schon nach der Truppe. Das ist schlecht. Deswegen, also Terrorerweiterung wird ich mir nie wiederholen für dieses Spiel. Deswegen verzichtet drauf, spart euch das Geld, heute euch lieber etwas anderes. Kommen wir auch gleich auf die anderen Erweiterungen zu sprechen. Ob es jetzt, jetzt tatsächlich mehr Bosse braucht oder andere Monster, die teilweise andere Verhaltensweisen haben und andere Artefakte mit sich bringen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin der Meinung, wenn man einen Spieleabend macht mit vier, fünf Spielern, dann wird man immer dasselbe Layout verwenden, ne? weil das ganz einfach die Routine ist und es geht ja um das Spiel gegeneinander. Ob jetzt Tor eventuell was anderes macht oder ein Gott vielleicht einen anderen Bonus gibt, ist erstmal vollkommen zweitrangig. Und auch was die Monster angeht, ist das vollkommen egal. Das Spiel an sich vom Basisspiel her ist absolut Ausreichend. Die einzige Erweiterung, die vielleicht noch Sinn macht, ist die, wo die Skelligeboote mit dazukommen. Ich glaube, das war die Aegis-Erweiterung, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die bringt noch ein wenig Taktik mit hinein, weil sie ja noch zusätzliche Schiffe den Spielern zur Verfügung stellen, die sich halt unterstützend auf Küstenregionen auswirken. Hatten wir, wie gesagt, jetzt hier nicht gehabt, ist aber im Spiel gegen den Propheten auch überhaupt nicht erforderlich. Fassen wir kurz zusammen, für diejenigen, die r spiele lieben, das Thema mögen und auch mit mindestens drei Leuten das Ganze spielen wollen und können, für die ist, denke ich mal, Lords of Ragnarok auf alle Fälle einen Blick wert. Doch kommen wir jetzt zur Kehrseite und das ist der Solo-Modus. Ich nehme es gleich vorweg, für das reine Solo-Spiel würde ich Lords of Ragnarok nie wieder kaufen. Es tut mir schon ein wenig in der Seele weh, das zu sagen, weil das Spiel sieht schon cool aus und auch die taktische Komponente ist sehr schön. Nur halt der Prophet. Es ist ein anderes Spiel als gegen einen Spieler. Es ist tatsächlich ein überdimensioniertes Schachspiel. Man hat zwar die zufälligen Elemente, was die Karten angeht und was den sort und würfel angeht. Dennoch, man kann das meiste im Groben im Vorfeld abschätzen, abkalkulieren. Was macht der Prophet? Wie locke ich ihn irgendwo weg, dass er vielleicht mit seiner starken Einheit keinen Schaden anrichtet? Und dann gehe ich einfach in die Vollen und tue meine Taktik dann durchspielen. Und das funktioniert in den meisten Fällen auch, wenn man vor allen Dingen dran denkt, was man macht und halt nicht irgendetwas vergisst, so wie ich halt den Tempel mir zu holen. Aber ich sagte ja nur, ich würde mir das als reiner Solospieler nicht noch mal holen. Andere sehen das vielleicht total anders. Die mögen das vielleicht alles durchzurechnen. Wo gehe ich mit einer Einheit hin? Welche Aktion spiele ich jetzt, um den Propheten irgendetwas wegzunehmen oder ihn zu provozieren, mir eine Rune zu geben wegen einer Allianz? Es gibt so viele Möglichkeiten in dem Spiel. Nur halt ist das meiste sehr durchkalkulierbar. Und das ist teilweise sehr anstrengend. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Solo-Modus schlecht ist. Im Gegenteil, ich denke mal, für ein einmal Kontrollspiel ist das ein sehr guter Solo-Modus. Allerdings, es ist halt ein anderes Spielen. Wenn man halt drauf acht geben muss, dass man halt Tempelanlagen nur schwerer einnehmen kann, weil sie als Verteidigung gelten, dann muss man auch noch schauen, angrenzend, was sind da für Truppen, dass die sich mit auswirken, wenn man halt in die Region einfällt. Der Held, der nimmt alles angrenzend auch mit, was uns als Helden nicht gewährt wird. Und deswegen ist es ein komplett anderes Spiel gegen einen Propheten als gegen einen Spieler. Und tut euch bitte es nicht an, in einem Multiplayer-Spiel einen Propheten mit hineinzunehmen, weil dann habt ihr zwei verschiedene Herangehensweisen an das Spiel. Und ich denke mal, dann ist man total aus dem Ruder, welche Taktik man eigentlich spielen möchte. Und wenn ich nur dran denke, dass man auch mehrere Propheten, also bis zu drei Propheten sind im einen Spiel möglich, weil es gibt drei von diesen Kartendecks, das stelle ich mir so anstrengend vor, dass ich das gar nicht erst versuchen möchte. Deswegen wird wahrscheinlich Lords of Ragnarok nicht allzu lange in meiner Sammlung bleiben. Das ist natürlich sehr schade, weil ich ein bisschen mehr erhofft hatte. Ich habe mir halt die Spielweise des Propheten doch mehr so erwünscht, wie mit einem regulären Spieler halt nicht mit den zusätzlichen Boni, die der Prophet bekommt, aber vielleicht kann man es teilweise auch gar nicht anders darstellen. Auch was die Jagd auf Monster angeht oder gegebenenfalls dann später auf den Boss, als Spieler ist das eine super Sache, halt diese ganzen Boni abzuziehen, der Prophet wird sowas kaum anwenden. Dann hat zwar auch, je nachdem, welche Charakter ihr gewählt habt, Möglichkeiten, das zu machen, aber sehr eingeschränkt. Und auch was die Bosse angeht, alle kann man gar nicht spielen. Mit dem Propheten zum Beispiel Fenrir ist, glaube ich, ausgeschlossen. Apropos Bosse hatten wir gar nicht gehabt im Spiel, weil das halt eine Siegbedingung ist. Wenn ihr also einen Boss jagen wollt, müsst ihr euch halt qualifizieren, im zwei spiel ein Monster besiegt haben oder halt wenigstens maßgeblich dazu beigetragen haben. Bei Mehrspielern braucht ihr da schon Zwei. Und dann dürft ihr auch Loki angreifen. Und genauso wie bei einer Jagd kommen dann hier diese Marker drauf. Allerdings müsst ihr dann immer zwei Waffen gleichzeitig abgeben, um so einen Marker draufzubringen. Das wird auf alle Fälle länger dauern. Ihr seht, das sind fünf Felder, A, zwei Waffen. Da braucht ihr alleine schon. 10 Kampfkarten, um das vollständig abzubilden. Das wird auch eine gemeinschaftliche Aufgabe sein. Ich glaube nicht, dass man das alleine bewerkstelligen kann. Und deswegen wird das auch sehr selten dazu führen, dass man halt das Spiel gewinnt, weil man halt das selten alleine macht und ein anderer wird sich nicht mit dran beteiligen. Da geht wahrscheinlich dann eher auf eine andere Siegbedingung. Fasse ich also nochmal ganz kurz zusammen. Lords of Ragnarok, ein sehr gutes Spiel im Multiplayer-Spiel. Da kann ich es tatsächlich empfehlen. Wer Spaß an Area-Control-Spielen hat, der sollte da auf alle Fälle nochmal einen Blick werfen, ob das etwas für ihn ist, für den Solo-Part würde ich tatsächlich drauf verzichten. Wer beides mag und beides die Möglichkeit hat, dann auf alle Fälle auch schauen. Wie gesagt, Solo ist ein großes Schachspiel mit sehr vielen taktischen Möglichkeiten, aber halt auch teilweise sehr anstrengend, weil man halt gerade, wenn man vielleicht eine Multiplayer-Partie im Rücken hatte und danach geht man in eine Solo-Partie, dann muss man komplett umdenken und andere Sachen anwenden. Und deswegen für mich ein anderes Spielerlebnis. Und das, liebe Freunde, soll es dann auch mit den abschließenden Worten zu... Lords of Wreck and gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses Spiel geben. Ich denke mal, ich werde hier ja auch Fehlentscheidungen getroffen haben und vielleicht auch spielerische Sachen nicht hundertprozentig dargestellt haben, weil halt die Steuerung des Propheten manchmal doch sehr fittelig ist und wenn man irgendwas übersieht, was vielleicht doch noch eine höhere Priorität hat, dann kann sich das taktische Gefüge teilweise schon erheblich verändern. Allein diese Einheit, die ich damals hier stehen lassen habe, ich hätte sie eigentlich näher ranrücken müssen, hätte vielleicht die taktischen Möglichkeiten total für den Propheten verändert, weil dann hätte er eine weitere starke Einheit hier im Kampf geschehen gehabt. So ist sie hier hinten erstmal geblieben und versauerte die ganze Zeit. Das ist, wie gesagt, ein Fehler. Wenn man den einmal macht, dann kann das schon empfindliche Auswirkungen haben. Dennoch seht es mir nach, wenn ich diese Fehler gemacht habe. Ich hoffe, ich konnte euch die Regeln ein klein wenig vermitteln. Sollten irgendwelche Fragen sein bitte rein, damit in Kommentare würde ich auf alle Fälle dazu Stellung beziehen. Sollte euch das Video gefallen haben, so hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Geno.